Kurz nach Schichtbeginn erreicht Dirk Ahrens und Michael Weber ein besorgniserregender Notruf. Ein Mann wird vermisst und an seiner Tür hängt eine eindeutige Botschaft. Hallo. Tag. Gott sei Dank sind Sie endlich da. Endlich? Ja, es tut mir so leid. Ich mache mir so große Sorgen um meinen Bruder. Kommen Sie mal am besten mal mit. Ja. Worum geht's denn überhaupt? Mein Bruder Patrick. Ja. Wir waren verabredet. Ja. Er hat nicht aufgemacht und an der Tür war dieses Schild und was auch immer das sein soll. Verschwinde hier, sonst ist auch deiner ab. Dann habe ich die Tür geöffnet, weil ich habe einen Zweitschlüssel. Ja. Ich bin reingegangen. Schwänzchen? Schweineschwänzchen. Ja. Deswegen waren Sie? Ich war nur kurz hier im Flur und da habe ich gesehen, dass alles zerstört ist. Und dann bin ich aber raus und habe Sie direkt angerufen, weil ich weiß nicht, ob da noch jemand drin ist oder nicht. Sehr gut. Ich habe ihn gerufen, aber nicht erreicht. Ja, bleiben Sie mal kurz bitte hier draußen, wir gucken mal. Die Kampfspuren im Wohnzimmer sollen nicht die einzigen Hinweise bleiben, dass hier Gefahr in Verzug ist. Im Schlafzimmer zeigt sich, der Täter meint es ernst. Möglicherweise todernst. Hier ist der Rest von Schweineschwänzchen. Ach nee, komm ey. Was ist denn für eine Sauerei, du? Vergewaltiger Schwein. Können Sie bitte einmal reinkommen? Ist alles sicher hier? Hier ist jetzt keiner da. Nee, Ihr Bruder ist nicht da. Wir haben aber oben im Schlafzimmer noch was gefunden. Gucken Sie mal. Ja, also das Schlafzimmer sieht ziemlich... Oh Gott, was? Vergewaltiger Schwein? Vergewaltiger Schwein. Oh mein Gott. Ja, Moment. Und der Rest von dem. Oh Gott, das ist ja eklig. Ja. Wer macht deswegen, sowas? Wir rufen auf jeden Fall den Kriminaldauerdienst. Mhm. Die gucken sich da noch mal genauer um. Deswegen wollen wir auch so wenig wie möglich anfassen, dass man vielleicht jetzt noch hier... Ich sag dir noch gleich mal Bescheid. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen nochmal. Ja. Ich bin die Jenny Scheuer, die Schwester. Jenny Scheuer, genau. Okay. Naja, vergewaltiger Schwein. Aber vergewaltiger Schwein, das ist ja, warte mal, ich habe da letzte Woche, das ist ja so ein blöder Zufall. Das ist jetzt also wieder wirklich. Letzte Woche war ja die Anzeige wegen der versuchten Vergewaltigung gewesen. Ja. So, den Fall habe ich mitbearbeitet. Hast du mitbearbeitet? Genau. Aber da haben wir zwei. Guck mal, er hat, glaube ich, noch lange. Ja, genau. Guck bitte mal. Marquardt, der ist es doch schon. Und genau dieser Fall war zum einen in der Rolzhofener Straße. Richtig. Zum anderen hatte er, der Anzeigeerstatter, genau dasselbe Wort benutzt. Wobei? Bei was? Der Anzeige, als er hier war. Bei der Befragung oder was? Nee, hier vor der Tür. Hier draußen? Hier vor der Tür war das. Das habe ich mitbekommen. Ja, gut, da sprach er nämlich von vergewaltiger Schwein. Das hast du wahrscheinlich aber nur alleine gehört, sonst hat das keiner gehört, ne? Mann, das ist anders. Was heißt jetzt anders? Wirst du jetzt sehen. So, keiner darf dich anfassen, ist egal wer es ist. Nein, hör auf zu quatschen. Hallo, ist da jemand? Nee, nein. Ja, wir sind hier. Keiner darf dich anfassen, ist egal was er gemacht hat. So ein vergewaltiger Schwein darf hier nicht rumlaufen, merkt ihr das mal, ja? So. Doch, nein, ich will jetzt hier zu den Beamten gehen. Hallo, ist denn jemand da? Oder sitzt ihr hier nur und trinkt einen Kaffee? Also das ist ja wohl wirklich der Hammer. Glaubst du jetzt wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, dass der mit dieser Sache und mit der Sache von letzter Woche jetzt in irgendeiner Art und Weise was zu tun hat? Oder siehst du da irgendwelche Zusammenhänge? Marc, wir gucken den Leuten immer nur vor den Kopf. Das ist das Problem dabei. Wir haben die Rolzhofener Straße, wir haben das Vergewaltigerschwein, was jetzt genau in diesem Fall identisch ist. Mhm. Also... Also er war im Sport da oben um die Ecke und danach wollte er herkommen. Wir waren hier verabredet. Hier direkt da oben um die Ecke im Fitnessstudio. Warte mal ganz kurz gerade. Fitnessstudio hier. Genau. Hier direkt oben an der Straße rechts. Weil, wie heißt das? Power? Irgendwas. Power Gym, ja. Arnold, komm nochmal für den 1532. Entschuldigung. Vielleicht könntest du mal eine Streife in das nahegelegene Fitnesscenter hier schicken, ins Power Gym. Da soll er wohl zum Trainieren hingegangen sein, sagt die Schwester. Beziehungsweise davor war er schon da. Auf der Wache ist der Vater eingetroffen, dessen 16-jährige Tochter vergangene Woche belästigt wurde. Und die Streife hat aus dem Fitnessstudio den verdächtigen Bruder mitgenommen, der dort die Zeit vergessen hatte. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, grüß Sie. Herr Scheuer, ne? Genau, richtig.
Ja, hat man Sie da im Fitnessstudio beim Training, Mensch, Sie sind ja ein Paketchen hier. Ich sage Ihnen, ganz unangenehme Situation. Warum? Und ich, ja, wollen Sie mal aus dem Fitnessstudio ohne Grund abgeführt werden? Das war schon ziemlich unangenehm. Abgeführt ist jetzt so eine Sache für sich, ne? So fühlt es sich auf jeden Fall an, weil ich sage Ihnen, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich wurde hier auf diesen Stuhl gesetzt, ja. Und jetzt hätte ich gerne ein Statement, warum ich überhaupt hier bin. Naja, also jetzt machen Sie erstmal langsam, weil Sie sind ja nicht so ganz unbeschriebenes Blatt, ne? Herr Scheuer. Das ist richtig, das mag sein. So, das mag sein, ja, das mag nicht nur so sein, das ist tatsächlich so, ne? Sie haben ja auch schon eingesessen. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt 3 Jahre her, aus einer ganz, ganz unangenehmen Situation ist das entstanden. 1 Jahr Freiheitsstrafe habe ich abgesessen, aber das habe ich hinter mir gelassen und im Endeffekt möchte ich darüber auch nicht reden. Sie können die Details dem Papierkram entnehmen. Ja, aber ich weiß tatsächlich immer noch nicht, warum ich heute hier bin. Ja, Sie hatten irgendwie Besuch zu Hause. Lassen Sie mich überlegen. Ja, richtig, ich war mit meiner Schwester verabredet. Haben Sie meine Schwester dort angetroffen? Genau, und Ihre Schwester, die hat die Polizei angerufen, weil in ihrer Wohnung, da sieht es ein bisschen durcheinander aus, unter anderem. Okay, ja. Ich werbe da ein paar Fotos mal. Ich lege Ihnen einfach mal so hin. Ja. Das ist Ihre Wohnung, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass Ihre Wohnung so aussieht. Nein, ach du Scheiße. Der vorbestrafte Ex-Häftling ist angesichts der Bilder schockiert. Schlagartig holt den 27-Jährigen seine Vergangenheit wieder ein, die er eigentlich hinter sich lassen wollte. Ich weiß nicht, wer mir sowas wieder vorwirft. Das setzt mich zurück, dieser Wü wieder. Stopp. Wieder vorwirft? Was heißt das denn jetzt? Ja, da nehme ich dann wieder Bezug zu der letzten Sache, wo ich halt eingesessen habe, zu einem Jahr. Mhm. Das ist halt was vorgefallen, da habe ich halt 2 Jungs, ja, krankenhausreif geprügelt, mit denen habe ich den Boden gewischt. Das würde ich heutzutage nicht mehr so machen, dass es unter Alkoholeinfluss passiert. Aber ich würde niemals jemanden vergewaltigen. Eine Frau vergewaltigen, ein Mädchen, je nachdem, völlig egal. Ich vergewaltige keinen Menschen. Damals bin ich ja handgreiflich geworden, das stimmt. Aber das sind wieder Sachen hier, Wahnsinn. Ich wasche meine Hände definitiv in Unschuld. Also wenn Sie mir sagen, was ich nachweisen soll, gerne, kein Problem. Vergewaltigerschwein. Herr und Frau Marquardt. Höchstwahrscheinlich denken Sie jetzt, was hat das mit mir zu tun oder was hat das mit generell mit dieser Sache zu tun? Aber wir konnten uns daran erinnern, dass Sie genau dieses Wort, ich spreche jetzt genau mal Sie an, dass Sie genau dieses Wort hier vor der Wache verwandt haben. Ach so, ja? Ich habe nie mitgekriegt. Deswegen sind wir auf Sie gekommen jetzt erstmal. Ne? Einbruch stattgefunden, hat wie gesagt auch in der Rolzhofer Straße. Ja? Jetzt ist die Frage, haben Sie da irgendwas mitbekommen? Von diesem Einbruch? Ja. Nein. Schauen Sie mal. Was denn? Da liegt was. Was? Ich glaube, das ist. Was das ist. Lass mal liegen. Das ist, glaube ich, das ist ein Manschettenknopf. Also das kann nicht von meinem Bruder sein. Mein Bruder trägt sowas nicht. Lass mich, ich heb mir mal auf. Ja, dann. Darf ich mal kurz dahin, sonst komme ich da nicht dran. Das gehört meinem Bruder nicht. Also Sie sind sicher, dass Ihr Bruder keine Hemden mit Manschettenknöpfen Auf trägt. Gar keinen Fall. Ja gut, das ist ja oldschool, ne? Also das ist ja fast. Ich packe mal auf den Tisch. Wir haben eine Tüte im Auto, ne? Ja, dann können wir, oder wir lassen es für die Spuse liegen. Mal, genau, lass mal für die Spuse liegen. Also es ist da schon noch was ich Ihnen vielleicht sagen sollte. Ja. Mein Bruder, der hatte nicht so eine gute Kindheit. Ich bin bei meiner Mutter groß geworden und er bei unserem Vater. Und er ist ein bisschen auf die schlechte Bahn geraten. Er ist vorbestraft, er hat vor ein paar Jahren kleinere Kriminalitäten begangen. Also er saß aber auch wegen Körperverletzung 1 Jahr im Gefängnis. Aber das ist schon 3 Jahre her. Soll man das mit dem Ring nochmal sagen? Und Arnold? Ne? Manschettenknopf. Meine ich doch, Manschettenknopf. Und? Ein Laptop liegt auch noch hier. Ja. Fällt Ihnen da irgendetwas auf? Weil Sie sagten gerade was vom Laptop. Ich muss gerade mal gucken. Genau, richtig. Ja. Hier sieht er auf meinem Sofa und hier sieht man den aber noch besser. Hier sieht man den nämlich aufgeklappt. Hier sieht man es nicht so gut, aber hier werden Sie definitiv erkennen, dass der aufgeklappt ist. Und ich kann Ihnen definitiv versichern, dass ich meinen Laptop so nicht zurückgelassen habe. Mal von der ganzen Unordnung abgesehen und von diesen Schweinereien dort oben. Warum sagen Sie jetzt speziell was wegen dem Laptop? Was hat sich da mit dem Laptop? Mein Laptop ist passwortgeschützt, also da kommt keiner dran. Das ist so ein olles Ding, das ist jetzt vielleicht noch 50 Euro wert. Deswegen wundert mich das gerade, warum der so aufgeklappt da liegt. Also mein Fernseher ist definitiv mehr Geld wert. Also Sie verlassen Ihre Räumlichkeiten, Laptop ist passwortgeschützt. Genau. Und wahrscheinlich er liegt in meinem Arbeitszimmer, in einem Schrank. Und dann ist der ist zugeklappt in einem Schrank. Der Schrank ist zwar nicht abgeschlossen, aber man muss schon ordentlich danach suchen. Haben wir eine Möglichkeit, irgendwie mit dem Laptop da mal ein bisschen was uns
das näher anzuschauen. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, in dem Laptop irgendetwas zu finden. Kein Problem, guter Mann. Also das Passwort gebe ich Ihnen gerne. Das ist ja recht stumpf gehalten. Möchten Sie sich das aufschreiben oder? Ja, das können Sie mir auch gerade notieren. Ich gebe Ihnen gerade einen Stift. Gerne Stift. Und passen Sie auf, wir machen dann Folgendes. Schreiben Sie mir das bitte mal auf. Ja. Ich gebe das jetzt mal raus an die Kollegin draußen, weil die sind ja dann vor Ort. Ne? Die gehen dann in ihre Wohnung noch mal rein. Gerne. Die müssen ja auch noch Spuren sichern und all sowas. Ja, ich bitte drum. Und die würden sich dann. Das ist ihr Passwort? Echt? Ja, es ist recht stumpf gehalten. Passwort 123. Wo waren Sie jetzt in der Vergangenheit? Also in den letzten ein, zwei Stunden? Ja, in unserer Stammkneipe. Okay. Da haben wir so einen Stammtisch. Und da quatschen wir immer. So was so passiert. Und auch da habe ich es nicht gehört, dass da ein Einbruch stattgefunden haben soll. Ja. Sie haben auch nichts mitbekommen? Nein. Können Sie vielleicht sagen, wo Sie jetzt in der letzten Zeit waren? Ich war zu Hause. Drehen Sie sich mal um, bitte. Kennen Sie den Herrn? Nö. Also erstmal so nicht. Wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen oder wie muss ich das jetzt verstehen? Karten auf den Tisch. Wie gesagt, ich war vorhin beim Stammtisch gewesen und da wurde so einiges geredet. Da reden wir natürlich auch über die Nachbarn. Normal. Und da wurde halt erwähnt, dass dieser Herr da hinten halt seit einiger Zeit bei uns in der Straße wohnt. Und der soll schon mal im Knast gewesen sein wegen einer Vergewaltigung oder wie auch immer. So wurde uns das jedenfalls gesagt von einem. Woher wissen Sie das? Naja, also ich möchte jetzt hier keinen irgendwie ans Bein pinkeln, aber das ist schon ein Kollege von Ihnen eigentlich, also einer, der im Knast arbeitet. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt beim Stammtisch sitzt und wenn man dann vielleicht auch ein bisschen Alkohol konsumiert, dass dann die Zunge ziemlich locker wird. Aber dass dann natürlich dienstrechtlich, dass dann Sachen, die wirklich der Verschwiegenheit unterliegen, dass die dann preisgegeben werden, das ist dienstrechtlich natürlich nicht möglich und das muss verfolgt werden. Kennen Sie eine Schallental Pelzer? Ja, das ist die Tochter des Nachbarn. Wie alt ist die Chantal denn? Die ist minderjährig, vielleicht 15, 16. Ja. Arnold nochmal für den 1532. Ja. Wir sind ja tatsächlich hier in dem Laptop drin. Ich möchte mal so sagen, hier ist eine relativ anzügliche Mail an eine Chantal Pelzer. Ja, sie haben wohl leicht sexualisierten Inhalt hier. Hey Chantal, gestern Abend stand ich am Fenster und hab dich mal wieder durch euren Vorgarten laufen sehen. In deiner viel zu engen Jeans. Nee. Keine Antwort, aber dann um 21.40 Uhr die nächste Mail. Da habe ich mir vorgestellt, was ich alles mit dir machen würde. Smiley. Ey, Leute. Ich habe Sie eben noch gefragt, was finden wir bei Ihnen auf Ihrem Laptop drauf? Ja. Da haben Sie gesagt, gar nichts. Ja, das ist total Unwichtiges drauf. Jetzt finden wir hier Sachen. Und das Witzige dabei ist nur erstens, das ist mit Ihrem Mail-Account. Hören Sie mal zu, mit Ihrem Mail-Account ist das verschickt worden. Zum einen. Zum zweiten, diese Mails wurden in gelöschte Objekte gefunden. Das heißt, Sie haben die verschickt und dann schon gelöscht wieder. Nee, ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Muss das so sein? Nein, das muss überhaupt nicht so sein. Ich kann Ihnen aber jetzt aber auch nicht erklären, wie das da hinkommt. Das ist völlig sinnfrei. Ja, dann erklären Sie mir doch mal die Uhrzeiten. Wo waren Sie denn dann zu den Uhrzeiten? 21 Uhr, was sagt sie, 25 und 21 Uhr 40 oder sowas. Das war so, ja, zwischen 9:30 und 10:00 sind diese Mails gefertigt und verschickt. Ja, Moment mal, jetzt aber mal ganz langsam. Das mag zwar sein, dass diese E-Mails vielleicht da drauf kommen, die sind nicht von mir, weil ich zu dieser Uhrzeit bei meinem Arbeitgeber beschäftigt war. Guten Tag. Parat stehen die Herren schon hier in der Nachbarschaft. Haben wir das Schwein endlich erwischt? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Richard Pelzer, der Vater von Chantal. Ja. Ach so. Ja. Haben Sie schon Informationen über Ihre Tochter oder was? Dass Sie sagen, Sie sind der Vater von Chantal. Da haben wir gar nicht nachgefragt. Meine Tochter wurde aufs Übelste belästigt mit E-Mails. Hören Sie mir sein. Mal gut zu. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, ja? Also man soll nicht über... Ja, also jetzt mal halten wir mal die Füße. Also mein Bruder ist alles andere als ein Vergewaltiger. Er war vielleicht vor 4 Jahren ein bisschen in eine blöde Situation hineingeraten. Aber er hat damals nur eine Frau beschützt. Und deswegen kam er dann ins Gefängnis. Das war alles. Falls ich noch Fragen habe, rufe ich Sie nochmal, okay? Soll ich die Tür zumachen? Lassen Sie ruhig auf, danke. Gut. So. Von Ihnen habe ich ja auch nicht so viel gehört jetzt vorhin, ne?
Nee. Ich weiß, dass das alles sehr, sehr schlimm ist, was dir da widerfahren. Ich sag jetzt mal du, ja? Alles gut, okay, ja. Ist das in Ordnung für dich? Ich weiß, dass das ganz, ganz schlimm war für dich und das tut mir auch sehr, sehr leid. Kannst du mir jetzt bitte noch mal erzählen? Ich weiß, das hattest du alles schon mal erzählt, aber ich muss noch so ein paar Details haben von der Tat. Ja, ich muss zum einen wissen, wie sah der aus? Kannst du dich an irgendwelche markanten Details erinnern? Sprich mal bitte. Also ich war ja noch bis spät abends bei der Chantal, wollte dann nach Hause gehen. Das ist ja nicht weit, das sind 5 Minuten. Den Weg gehe ich 5-mal die Woche, gefühlt. Naja, und so 3-4 Straßen kurz vor zu Hause, es waren vielleicht noch 2-3 Minuten, habe ich auf einmal laute Schritte von hinten kommen gehört. Habe ich umgedreht und dann wurde ich schon gepackt. Der Mann war maskiert. Größe kann ich nicht genau sagen, er war größer als ich, also weiß ich nicht. Normale Statur, nicht zu dick, nicht zu dünn, ist auch nicht besonders muskulös, einfach normal halt. Dann hat er angefangen, seine Hose auszuziehen und hat auch schon versucht, mich irgendwie anzugehen. Und in dem Moment habe ich halt einfach meine Chance ergriffen, habe den am Hals gepackt, gekratzt und in dem Moment in seine Eier getreten und konnte weglaufen. Okay. Du sagtest jetzt gerade, du hast ihn am Hals gekratzt, also du hast ihn richtig zum Packen bekommen. Das war schon so, ja? Ja, also ich bin abgerutscht, ich wollte dem hier irgendwo reindrücken. Mein Vater hatte mir mal irgendwie was gezeigt, bevor mir irgendwas passiert. Naja, hat nicht geklappt. Aus Reflex habe ich dann einfach mein Knie gehoben. Mhm. Die Luisa hat hier einen Vorteil genutzt, um der Vergewaltigung im nicht mehr im Versuchsstadium, sondern dann auch wirklich in der Tat zu entkommen. Dass sie ihn dabei dann wirklich noch kratzen kann, um ihn so vielleicht auch noch mehr in die Flucht zu schlagen, da sind wir natürlich 1A dabei. Das war eine gute Aktion von der Luisa und ich kann das auch, wenn sowas ist, wenn generell Gewaltübergriffe stattfinden, kann ich sowas nur empfehlen. Entweder ist es so, dass sie es gemacht hat, dass sie gekratzt hat oder wirklich direkt in die Weichteile zu gehen, um so den Täter dann auch in die Flucht zu schlagen. Ich will nicht, dass so jemand draußen rumläuft und weiterhin Leute, also... Hey, du solltest jetzt wirklich alles erzählen, ja? Dass wir wirklich jetzt diesen Täter auch ermitteln können. Weil das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ich weiß, deswegen. Das ist meine beste Freundin, von der ich gekommen bin. Und die hatte mir das erzählt und gezeigt. Am Anfang war es ein bisschen harmloser, es wurde dann immer schlimmer. Und zwar hat die ganz eklige E-Mails bekommen. Also auch in sexuelle Richtung, also vor allem diese Richtung. Und ja. Und wer war der Absender da? Anonym. Zeigen Sie mir mal Ihr rechtes, darf ich mal kurz gucken? Ja, hier. Ja? Schöne Manschettenknöpfe haben Sie. Ja, ne? 2. Die gefallen mir auch. Wo ist denn der andere? So jetzt? Nee, wo ist denn der andere? Die gefallen mir sehr gut. Kann ich die nicht abkaufen? Ach. Nee, wo ist denn der zweite? Also ich kaufe nur 2. Das jetzt? Wo ist der zweite? Soll ich Ihnen sagen, wo der ist? In der Wohnung unter der Couch haben wir den gefunden. Quatsch jetzt. Ja, ohne Scherz. Kurios, ne? Wie kommt der da rein, ja? Ich glaube, Sie haben hier oben im Schlafzimmer mal ein bisschen für Unordnung gesorgt, oder? Möglicherweise haben Sie also, ja... Also, naja, Sie müssen das auch mal verstehen. Ich verstehe so vieles. Wenn so ein Perverser da wohnt, ne? Da muss einfach mal was getan werden. Waren Sie auch an dem, macht doch eh nichts. Waren Sie auch an dem Laptop dran? Daher wissen Sie auch, was den E-Mail-Verkehr zur Chantal war, oder? Wir können Ihre Tochter auch gerne fragen, irgendwann mal, ob sie Ihnen die E-Mails gezeigt hat oder Sie sich möglicherweise die E-Mails hier auf dem Laptop von Ihrem Nachbarn angeschaut haben. Vielleicht haben Sie selber geschrieben. Er braucht da einfach mal eine Lektion. Hören Sie doch einfach mal zu. Hören Sie doch einfach zu und beantworten die Fragen, die der Kollege Ihnen gestellt hat. Also Sie waren drin. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die Unordnung, der Schweinskopf, das Schweineschwänzchen, das nette Willkommensgrüßchen da vorne, alles von Ihnen ist. Dank der Aussage der 16-Jährigen wissen die Beamten nun, dass der Täter höchstwahrscheinlich eine Wunde am Hals hat. Der Hauptverdächtige weist allerdings keinerlei Verletzungen auf. Denken Sie mal nach, war der Laptop die ganze Zeit bei Ihnen gewesen oder hatten Sie den vielleicht in den letzten Tagen irgendwo noch mal abgegeben? Weiß der Teufel warum oder jetzt, Moment, oder jemandem geliehen?
Nee, geliehen nicht. Aber jetzt muss ich sagen, letzte Woche hatte ich einen Nachbarn bei mir, den Christoph Kuhner. Der ist recht zuverlässig, was IT-Sachen angeht. Habe ich über den Flurfunk erfahren, dass der da wohl recht affin ist. Und den habe ich in meine Wohnung eingeladen, weil ich so ein paar PC-Probleme hatte. Wir haben ja gesehen, das Passwort ist nicht ganz so klug gewählt. Ne? Entsprechend bin ich auch nicht der beste Mensch, was IT angeht. So. Ich hatte so ein paar Probleme mit einer Firewall, glaube ich, und deswegen habe ich ihn zu mir eingeladen. Wie heißt der Herr nochmal? Christoph Kunert heißt er. Das ist auch mit der Einzige aus der Nachbarschaft, mit dem ich in der letzten Zeit Kontakt hatte. Und genau dieser Mann steht gerade kurioserweise ebenfalls vor dem Haus des 27-Jährigen. Somit hatte er Zugriff auf den Laptop des vorbestraften Nachbarn und die Möglichkeit, eine anzügliche E-Mail zu verfassen. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Ja, bitte. Sie kennen sich mit Computern aus, oder? Ja, in etwa. In etwa? Ich arbeite damit jeden Tag. Mhm. Auch mit dem Laptop? Von ihm? Bitte? Das haben Sie doch zur Reparatur gehabt letzte Woche, ne? Oder vor ein paar Tagen. Ja, das stimmt allerdings. Ich war ja ganz kurz bei dem Kollegen zu Hause. Dann kennen Sie auch das Passwort. Ich habe das ja fertig gemacht und dann bin ich da abgehauen. Ja, dann kennen Sie auch das Passwort, oder? Ja, klar. Also hier hat in letzter Zeit auch eine weitere Vergewaltigung stattgefunden. Das wissen Sie ja mit Sicherheit in der Nachbarschaft. Schon, ja. Ne? Genau. So, und die junge Dame sitzt jetzt bei uns auf der Dienststelle. Und hat uns eine ungefähre Täterbeschreibung gegeben. Und was ganz wichtig ist, sie hat den Täter am Hals gekratzt, als er sie versucht hat zu vergewaltigen. Okay. So, und Herr Kuhner, das sieht ganz schlecht für Sie aus. Ihre Kratzer da am Hals. Machen Sie mal einen Schal weg. Ja, das hab ich eben schon gesehen. Von der Seite. Da ist ein riesen Kratzer. Bisschen da. Was? Ich hab zu Hause. Du warst das? Nein! Ey, hallo, ich hab zu Hause einen Kratzer. Wir haben ein bisschen gespielt und ich bin da verletzt worden. Ja, ja, alles gut. Also ich muss sagen, mit welcher kriminellen Energie der Herr Kuhnert hier vorgegangen ist, hier alles dementsprechend vorzubereiten für seinen großen Coup, damit er hier Vergewaltigung durchführen kann und ihn hier richtig in die Bredouille bringt. Also das ist schon, mir fehlen echt die Worte. Also das ist eine absolute Sauerei, was er da gemacht hat. Sie fahren auf jeden Fall mit zur Wache. So, und bei Ihnen, wir schreiben eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Es sei denn, Sie einigen sich mit Ihrem Nachbarn so, das wollen Sie ja wahrscheinlich nicht, aber der ist ja unschuldig. Der Nachbar muss sich wegen sexuellen Übergriffs und falscher Verdächtigung verantworten. Der vorbestrafte 27-Jährige ist mittlerweile umgezogen und will in einem anderen Stadtteil neu anfangen.